wirklich maximal 5 Minuten. Naja, manchmal ein bisschen länger, kommt drauf an. Aber macht halt auch Spaß. Ende der Zeitlinie, Kleiner. Jetzt oder nie. Hier, um Seelen zu prüfen. Lauf, Spielzeuge! Diese Welt ist die erste Station meines Eroberungsfeldzugs. Das Zeitalter der Menschen ist zu Ende. Dieser kleine Sieg sei euch gegönnt, aber seid gewarnt, ich werde mich rächen. Jetzt oder nie. Ich weiß, dass viele die sammeln, weil die echt stark ist. Ein bisschen auf Chromo gehen. Erringen wir den Einsatz. Ich bin hier, um Seelen zu prüfen. Zeit zu fressen. Müssen wir mal schauen.
brauchen auf jeden Fall vorne noch ein bisschen. Ah ja, da. Ich wusste, das wird gesammelt. Und schmeißt er auch schon weg. Hat er gerade verkauft, die beiden Scharfschützen. Kann nur mir zu guten kommen, wenn die jetzt nämlich bei mir auftauchen. Weil es gibt ja nur eine bestimmte Menge an Pool. Ich bräuchte aber noch so ein bisschen Tank. Allerdings muss ich mit dem Lehm, was übrig bleibt. Okay. Können wir auch schon vergessen. Dann gehen wir ein bisschen halt auf live. Jetzt oder nie. Mit Ehre. Sie denken, Sie können mich besiegen? Zeitalter der Menschen ist zu Ende. Wobei der dient ganz gut als Tank. Achso, das bin ich.
vordringen. Das Zeitalter der Menschen ist zu Ende. Surya Gedon! Gedon! Zweifellos. Schon mal so die richtige Richtung, würde ich mal ganz spontan sagen. Bei 6 Spielen und 6 Wins. Zittert vor Angst, Fleischling. Sie können mich besiegen. Jetzt oder nie. Mit Ehre. Okay. Überraschend, dass ich mit dieser Combo so weit vorankomme. Aber bringt ja scheinbar was. Wenn man bedenkt, dass ich alle 3,5 Sekunden nochmal entsprechend 15% für alle Angriffstempo sich dann nochmal erhöht, das ist schon nicht so schlecht. Ist mein Tier größer geworden? Fühlt sich so schwer an beim beim Bewegen. Das Item. Ich hoffe, das war jetzt richtig. Ja. Ich brauche mal langsam was für die nächste. Was können wir denn dann nehmen? Eigentlich wäre Scharfschütze doch nochmal. Ein Blaster wäre auch eine optionale.
Idee. Oder etwas Größeres dann, was Goldenes. Mal schauen. Bis jetzt läuft es sehr gut. Bisschen zu gut. Bin ich gar nicht gewohnt. Alter Schwede. Was ist hier los? Es gibt ordentlich Kohle, deswegen auch. Was denn hier? Sandra? Schako? Wo hab ich Schako ja von her? Guck mal kurz mal. Zu entwaffnen, okay. Und hier machen wir noch ein bisschen mehr. Der noch ein bisschen mehr Schaden rein. Mit Ehre. Suryogedon! Sie denken, sie Autsch. Besiegen? Das tut weh. Darum die Anzeige stimmt nicht mit 9 Win. Ich habe bereits schon 11. Ist wahrscheinlich die Anzeige nicht gewohnt. Ja, ich habe immer noch 0% auf Dings Scharfschütze könnte man reinnehmen. Ich bin hier, um sie zu prüfen. Und jemand wird sich bei an meinen Dings anpassen. Aber ja, da wird mein erster loswerden. Aber auch knapp für den Gegner. Vordringen. Ich bin hier, um Seelen zu prüfen. Blast, habe ich gesagt, ne? Egal, lass uns rumballern. Nehmen wir hier nichts dazu. Bin eigentlich, ich wollte gerade sagen, Fiss im Angebot, aber das hat sich gerade erledigt.
zweifellos. Gerade überlegen, was ich als, weil ich könnte rein theoretisch auf 8 gehen. Und was Goldenes noch. Fiss eigentlich noch mit reinnehmen vielleicht. Mal schauen. Wenn er zur Attacke kommt, wenigstens eine. Das hilft schon. Oh, das ging fix. Tut mir schon fast leid. Ich gehe jedenfalls austauschen. Dabei, der hält sich ganz gut hier hinten. Ah, auch Fiss. Aber er hat allerdings, kann er seinen Fiss nicht einsetzen, weil
der den zusammensetzt. Mein Fist hat, glaube ich, keine Attacke gemacht. Ach doch, nee, das war seine. Mein Fist steht scheinbar falsch. Da habe ich nicht drauf geachtet. Also ich bin schon mal auf Max. Und jetzt noch mit Urgott dazwischen. Ich kann nichts dafür. Der Zeitlinie, Kleiner. Also so habe ich noch nie gespielt. Dass ich bis jetzt nur einmal verloren habe. 6 Punkte gerade mal verloren habe. Im Endeffekt 6 Life. Also bringt das was, Chrono. Aber Chrono bekommt man halt nicht so... Ja, bekommt man... Ja, muss man echt mit, ich muss das echt mal... So Chrono, Stahlkrieger, Zaubermeister, so diese Gegend rum. Scheinbar jedenfalls in dieser Runde. Scheinbar nicht so schlecht. Mit Ehre. Immer ein Sprung voraus. Ich guck gerade, ob wir irgendwie noch Urgott kriegen. Zeit zu laufen. Die alle nach einem raus jetzt, so wie es aussieht.
Ach, da war Shen, shit. Oh Gott. Ich bin die Waffe. Okay. Mal gucken, vielleicht kriegen wir ja gleich nochmal eine Chance, den auf 2 zu bekommen. Was hat er eigentlich überhaupt für Fähigkeit? Sternvernichter-Fähigkeit. Naja. Bringt nicht viel. Eigentlich gar nichts. Und weg. Wann muss man sterben? Ach, die tun mir schon alle fast leid. Nein, tun sie nicht. Ich war immer der Leidige sonst. Immer der, der einstecken musste. Weil ich das Spiel... Ich bin bereit. ...dass man wieder reinkommen muss und... Okay, das wird jetzt ein letztes Gaming, vermute ich mal, wenn ich das gegen ihn gewinne. Weil das ist jetzt nur noch einer über. Und ich habe dann nur ein Spiel verloren, wenn ich mich recht erinnere. Ja, das sieht gut aus. Fizz hat auch seine Berechtigung da. Und tschüss. Das Ding mit einem Loose gerade durchgehauen. Das waren 20 Runden, wenn ich das richtig sehe, da oben rechts bei mir. Wenn die Anzeige stimmt. GG, würde ich mal sagen. Und weh bei der Match-Analyse, haut mir das Ding jetzt um die Ohren. Ne? Kann er nicht mehr analysieren. Das war wahrscheinlich ein bisschen zu heftig. Traut sich nicht, die Match-Analyse. Ah. Oh ja. Also, hier sieht man gleich mal das Beste. Skill S+. Team-Kombo A. Also, das ist schon... nicht schlecht. Das war gut gespielt. Und dementsprechend Bronze 3 Aufstieg. So, und ich werde mal eine kurze Pause machen. Ich muss mal irgendwo hin und so. Dann bin ich mich gleich wieder da.